Morgen, morgen, Mensch mit Gott. Wir sind wieder in Total Tank Generals und nachdem wir 3 Kampagnen geschafft haben, ist ja irgendwann mal zwischendurch die erweiterte Rommel-Kampagne aufgetaucht. Die gucken wir uns heute an. Zuerst natürlich ein Video immer wieder, denke ich zumindest. Darum kündige ich schon mal an. Erwin Rommel, one of the most famous German marshals of World War II. Charismatic risk taker, an undisputed master of Blitzkrieg. A cunning and sly commander respected by both his allies and his enemies. It may be hard to believe at first, but this born leader very nearly missed out on starting a military career altogether. Young Erwin exhibited technical abilities, which made him initially seek a career in the aviation design industry. As a teenager, he and his friends constructed a functional glider. Das ist disassembled and das gleiche Video wie in der Kampagne so mit Erwin Rommel, darum überspringe ich das Ganze jetzt einfach mal. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben die Schlacht von Arras. Das kennen wir doch von einem anderen. Das kennen wir doch. Boah, welche Kampagne waren das? Kurz zurückgucken. War das die Schukow was auf keinen Fall? War das bei der Pettenkabei oder was? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Aber Schlacht von Arras kennen wir sozusagen. Belagerung von Lille kennen wir. Operation Scorpion kennen wir. Operation Questhader. Zweite Schlacht von Tobruk. Schlacht von Mersa Matru, die kennen wir nicht. Schlacht von El Alamein kennen wir. Nochmal zweite Schlacht von El Alamein. Schlacht Kasserinpass kennen wir. Und Schlacht um Kane kennen wir auch. Ist das alles einfach nochmal? Ganz kurz, jetzt machen wir mal zurück. Schlacht von Arras, Lille, Skorpion, zweite Tobruk, zweite Alamein. Schlacht am Kasserinpass. Darum sage ich doch. Lille, Skorpion, Tobruk, El Alamein und Kasserinpass. Und jetzt haben wir Arras, Skorpion, Schlacht El Alamein, Kasserinpass. Ja, okay. Bin mal gespannt, warum ich das nochmal machen soll. May 1940. Despite lacking experience in commanding tank units, Erwin Rommel was appointed as the commander of the 7th Panzer Division, with which he has managed to force his way through the Ardennes, a region thought to be impossible to traverse with armored units. This allowed him to circumvent the Maginot Line and continue his push to the west, eventually reaching the town of Arras. It was in this place that the Allies would commence their fiercest attack on the Germans yet. If the British can successfully join forces with the French, the German army will find themselves trapped. Your task is to not let that happen at any cost. Na dann. Erweiterte Rommel-Kampagne. Während der deutschen Kampagne verfügst du über eine überdurchschnittliche Kapazität an Panzereinheiten, sodass du im Vergleich zu anderen Streitkräften mehr Panzer auf dem Feld einsetzen kannst. Alle deutschen Panzer verfügen über leicht erhöhte Angriffspunktwerte, wodurch sie sich etwas mehr bewegen können. Außerdem verfügen sie alle über 5 zusätzliche Genauigkeit und eine zusätzliche Verteidigung, was ihnen im Kampf einen Vorteil verschafft. Ja, das kennen wir alles schon, okay? Wie viel Runden haben wir Zeit? Steht nicht dran. Brillant. Hauptziel nehmen. Oh. Wenn du nach der letzten feindlichen Runde mindestens 3 Positionen hältst, erhältst du 3 Sterne. Wenn du nach der letzten feindlichen Runde mindestens 2 Positionen hältst, gibt es noch das Hauptziel 2 Sterne. Ah, es ist zum ersten Mal anders. Verfüge in 10 Runden über strategische Hauptpositionen. Das heißt, es geht sowieso 10 Runden. Okay. Zum ersten Mal was anderes. Die Schlacht von Arras. Müssen wir natürlich erstmal ein Bildchen von machen. So, alles voll mit den Briten. Verdammte Scheiße. So, die Mitte müssen wir. Das. Müssen mindestens 3 hieß es. Mindestens 3. Das heißt, meine 2 hier unten muss. Nee, ich habe bloß einen. Das ist keiner. Hupsi. Ach, da ist sie in Mitte. Die 2 halten. Und Arras erobern. Oder hier drüben einfach erobern. Das heißt, die hier einfach hier hinrücken. Und dann das Feld hier unten halten. Sehe ich das richtig so? Wobei, dann habe ich natürlich die Flugangriffe. Dann müssen wir vielleicht hier auch noch mit rangehen. Dann haben wir nicht mehr ganz so viele Flieger, bloß noch einen. Okay, okay. Ich habe 500 Attacken, das ist ja nahezu nichts. Und es geht instant los. Da können wir auch die leichte. Und da schicken wir da die Mörser? Nee, die schicken wir nach rüber.
Fahren wir es mal mit denen einem vor. So. Dann wollen wir die da mal abschießen. Eigentlich wollen wir die da totschießen. Ja, von hier aus kannst du, glaube ich, nicht ballern. Also musst du hier rüberfahren und da einmal reinschießen. Die da müssen halt weg. Na gut, wenn die weg müssen, dann muss man natürlich auch treffen, sonst kriegt man nichts weg. Hm. Die Infanterie schafft es nicht bis dort rein. Wir hätten auch von vornherein einfach mörsern können. Haben wir aber jetzt nicht. Wenn ich jetzt nochmal auf die schieße, verbissen die sich dann schon? Nee, noch nicht. Ab jetzt verbissen sie sich. Trifft den einen einfach nicht. Ist ja unverschämt. Die scheiß Panzerabwehr würde ich halt eigentlich nicht befighten hier mit meiner Panzer. Die sollte eigentlich schon vorher noch kaputt gehen. Das reicht nur nie aus. Sehr schrecklich. Ja, hier kriege ich Schaden, aber ich krieg's auch hoffentlich kaputt. Ja, endlich. So, hier nichts dafür überleben. Nichts in. Och, meine Güte, aber oh. Ihr seid aber auch kacke. Hm. Ja, das interessiert mich nicht, dass da oben was ist. Also nur bedingt. Das Blöde ist jetzt so. Ich hab alle, wobei, er kann noch runterfahren. Das könnte aber auch einfach er hier übernehmen. So, einfach mit von dem Flughafen hier schon mal haben. Da gibt es nochmal Luftunterstützung. Den kleinen Panzer fahren wir hier noch mit rüber. Die werden ja hier nicht rüberkommen, weil die können sich nicht weiter bewegen. Das heißt, die Engstelle. Die können sich gerade nicht heilen, weil die ja schon, schon was gemacht haben. Und bei mir, also was das schon gemacht ist, Quatsch. Bei meinen Truppen dem anstehen. So, haben wir jetzt hier alles durch. Die Mörser und so, alles durch. Die einzige ist noch die Panzerabwehr. Ja, dann fährt die vor und guckt mal. Na gut, Treffen ist halt, wie ihr sagt, nicht so ganz euers. In der Mitte habe ich ja noch gar nichts. Was haben wir denn da? Oh, mit Kaff und so. Da müssen wir uns noch überlegen. Was, wenn wir hier irgendwo Unterstützung uns besorgen? Mörser ist halt gefährdet. Mit einem leichten Panzer? Damit wir zu zweit darin schießen können? Ich glaube, leichte Panzer reichen in der Mission noch. Und ihr fahrt alle beide hier rüber. Die Ponys sind ein bisschen beweglicher, darum würde ich eigentlich die Ponys loswerden. Aber auf den müssen wir trotzdem immer schießen. Einfach um seine Schusskacke da loszuwerden. So, könnt ihr jetzt einfach ran und auf die ballern? Ihr könnt natürlich auch einfach hier rüber einen Schützengraben ausheben sozusagen. Weil dann lassen wir die doch angreifen und die können mich nicht so leicht umgehen. Die haben echt nicht viele Truppen, wenn ich mir das hier so angucke. Feind gesichtet, aber was? Ich habe Angst, in den Panzer reinzurennen. Beziehungsweise in der Abwehr. Okay. Okay, ich laufe. Zumindest nicht in der Abwehr. Das schafft doch der alleine gar nicht. Aber wir können jetzt auch nichts mehr leisten. Da kommen wir jetzt nicht rein in der Runde. Da haben wir es auch nicht reingeschafft. Ist ja echt bescheiden, was wir hier so haben.
Geh jetzt Rufballon? Ich weiß es nicht. Einfach den Punkt ignorieren und hier. Wobei, dann kriegt der Feind halt auch wieder Verstärkungen, glaube ich, wenn die beide Punkte erobern. Wäre auch nicht so schlau. Die hier verschanzen lassen. Um die hier Spielraum vom zu nehmen und dann hier drüben zu attackieren. Aber was? Will er die Ponys angreifen oder irgendwie Standardtruppen? Nicht die Ponys, die sind immer noch am beweglichsten. Und dann macht ihr hier auch Verschanzen. Ah, ich hätte den Panzer vorher mit rüberziehen sollen. Jetzt kann das Pony sich aber heilen. Kriegen wir auch nicht tot. Wir könnten noch eine Infanterie beziehen und den ranlaufen. Aber dann schießen die auf mich. Nö. Nee, du bleibst schön da hinten. Wenn wir schon zwei mittlere haben. Runde 2. So, die wollen natürlich weg. War klar, aus dem Nachschub holen. Habe ich ja schon angekündigt. Da hätte ich dir noch näher ranfahren müssen. Okay, das war nicht so schön. Der Aufklärer. Flugzeug. Haben wir runtergeholt. Okay, die kommen raus aus ihrer Deckung. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Ah, kleiner Panzer aus Kacke. Minus 3. Und die verpissen sich auch schon. War ein Sturmangriff. Wo wollen die denn jetzt hin? Ich höre Panzer rollen. Da kommen sie. Oh, da ist ein mittlerer bei. Ein Wild Tank. Ja, und vor allen Dingen die Aufklärung. Hier müssen wir noch ein Panzer. Willst du mal meine Einheiten jetzt in Ruhe lassen? Mörser, ach nö. Aua. Drei Einheiten auf dem Fleck ist schon unschön. Ja, überlegen wir uns noch. Den das mal loswerden. Denn hier weiter reinschießen. Vorfahren. Könnt ihr das hier stürmen? Nee. Da reinschießen. Und die abschießen. Jetzt reinlaufen? Ja, jetzt reinlaufen. Oh, die haben wieder Level up. Flüssig ignorieren halte ich eigentlich auch für eine gute Sache. Allerdings weiß ich gar nicht, ob ich in der Mission das möchte oder nicht einfach nur verteidigen möchte. Nehmen wir lieber motorisiert. Können jetzt auf die da ballern oder den da? Wir wollen lieber die Aufklärung anschießen, oder? Achso, solange der dreckige Panzer hier steht, können wir hier nicht so viel machen. Wir könnten uns natürlich selbst nochmal einen mittleren besorgen. Und dann können wir den einfach wegschießen, wenn der Stoppunkt aus. Naja, nicht ganz. Aber er macht's jetzt, oder? Jetzt. Ihr könnt euch erstmal heilen, so. Na, der muss vielleicht da stehen bleiben, um die mitzuschützen. Aber der muss hier rüber, damit die sich nicht heilen können. Könnt ihr den Luftangriff noch hindrücken, komm. Oh, meine Güte, ey. Sind aber auch immer unfähig. Alle unfähig bis um geht nur eh.
Dann hätte ich einfach ein Level steigen hier. Vielleicht, dass wir den Aufklärer vorfahren sollen. Shit. Das wäre die bessere Option gewesen. Jetzt kann ich die nicht mal mehr bewegen. Shit. Wir treffen es doch nicht so deins mal wieder. Füller nichts getroffen. Ach, ihr seid da einfach unfähig. Unfähig ohne Ende. Das war schon besser. Keine Reichweite immer. Oh. Hm. Wird dann nachher von mit einem Panzer abgeschossen, wäre auch blöd. Hier rüberfahren. Ne, wir schicken dem also nur eine vor. Auch keine Verstärkung so richtig. Ich könnte hier weiter verschanzen. Aber der besiegt mich ja sowieso. Und gegen den zu fighten ist auch nur so bedingt gut. Wenn ich hier verschanze mich, beziehungsweise hier angreife, dann kommen die trotzdem nicht durch zu meinem Punkt. Okay. Weil ich kann mich hier nicht verschanzen. Ach komm, mach mal einmal angreifen. Dann wieder zurück. So. Den nach vorfahren. Ich habe zu viele Leute wieder auf ihn Fleck gelassen, gefühlt. Gerade hier. Wenn hier die Mörserin pfeift. Die Kacke da drüben. Sieht echt unschön aus. Und hier haben wir mechanische Infanterie, die jetzt auch mal vorheizt, okay? Gut, das war schon die zweite Runde, verdammt. Hm. Bisher nur sehr mittelmäßig. Solange der Aufklärung hat, brauche ich mich eigentlich nicht also nicht hier. Ach, Scheiße. Bestimmt noch reparieren. Brauche ich eigentlich keine. Was ist das? Überwachungsmodus einschalten? Kommt natürlich der nächste angefahren. Oh, motorisierte Infanterie. Noch mehr motorisierte Infanterie, die haben ganz schön viele Truppen. Ich dachte, ich greife an. Momentan ist es eher so, dass ich verteidigen muss. Ich meine, ich habe mir gedacht, dass ich hier eher verteidigen will, aber... Gut, dass deren Angriff nur so bedingt geklappt hat. Shit, meine Infanterie stirbt. Dafür sind zu viele. Den Mörser würde ich gerne loswerden. Wie kann denn er da rüberfahren? Das verstehe ich gerade nicht. Gibt mein Panzer keinerlei Deckung quasi? Also. Ich dachte eine Zeit lang mal, dass der das macht. Also Kontrollzone.
Oh, zweite Infanterie verloren. Das hier hinten ist genauso übel. Was war das? Achso, weil meine Maus da drüben, das hat ja rübergezogen. Tja, ich bin so ein bisschen überfragt, was ich mit meinen Leuten gerade machen soll. Meine Güte, ey. Muss doch nur mal treffen vernünftig. Hier rüber und dann hier rinbrettern. Ich weiß es nicht. Das sieht hier einfach nur katastrophal mittlerweile aus. Mach mal den da weg. Mach mal den da weg. Oh. Ich freue mich auch, was die Einheiten machen. Wie hält denn der aus? Kinder, kriegt die eine tot aus. Na, da bin ich die Körper oder Hand vom Arsch, weiß ich ehrlich. Ihr seid alle maximal unfähig. Mittlerer Panzer ist halt auch schon so abgefuckt. Oh. Haben wir doch hier alles durch, oder? Bis auf euch und ihr kriegt einfach Verstärkung. Okay, hier halte ich das halbwegs. Die Mitte sieht scheiße aus und links sieht auch richtig dolle schlecht aus. Ich muss halt mal was erobern. Also den hier und den hier. Den schießen zu lassen ist allein schon blöd. Ne, der muss erstmal Nachschub kriegen. Jetzt machen weg. Gut so. Dann fahren wir mit dem gleich mal rüber. So, dann ist die Mitte auch erstmal durch. Hier links, da haben wir ja schon festgestellt, ist einfach nur beschissen. Der hier bräuchte halt Munition, dafür müsste ich die da vielleicht vertreiben, damit ich den nachladen kann. 98%, das könnte was werden. Wir sind uns nicht 100% sicher, aber es könnte was werden. Komm, mach den da wenigstens kaputt, damit der nicht flieht. Okay. Oh, du hast sogar Level Up, das heißt, ich brauche gar nichts machen mit dir. Könnte der rein theoretisch das Feld stürmen? Nee, nur 24% Chance. Gut, aber wenn ich Glück habe, oder wahrscheinlich könnte ich das hier erobern, aber das hier sieht halt beschissen aus. Die noch mit rüberziehen, ist halt auch ungünstig. Die werden einfach überrannt hier, wenn ich so ehrlich bin. Die hier rüberziehen. Da ist ein bisschen mehr Deckung, wegen Verschanzstufe 1. Den kriege ich da nicht rüber, ne. Müssen wir hier auch weiter verschanzen. Damit haben wir auch schon wieder alle. Verdammt. Ist das eklig mit drei Truppen. Wir kriegen hier Nachschub. Unverschämtheit. Jetzt fährt er einmal rum und macht natürlich alles aufdecken.
Die haben oben neue Verstärkungstruppen gekriegt. Ich frage mich überhaupt, mit welcher Währung die das machen. Weil die haben nichts erobert. Ach Gott, komm ey, jetzt kommt hier ein mittlerer Panzer und eine mechanische Infanterie. Oh, es fängt ja schon grauenhaft an in der Kampagne hier. Die gehen auch noch in den Wald und schießen meinen Panzer ohne Munition kaputt. Oder? Das wird ein Sturmangriff, ja. Shit, wenn die kleine Kacktruppe jetzt hier rüberläuft. Die könnte jetzt auch durchlaufen. Ich sage I, daneben, komm. Scheiße, jetzt fährt er nach vorne. Das ist doch kein Rückzug. Das ist doch ein Angriff. Oh, scheiße, ich krieg meine Einheit nicht geheilt. Verdammt, ich hätte den mittleren Panzer vielleicht nach links schicken sollen. Wieso habe ich denn nur 63% Chance? Ich habe kein Level abgekriegt, schade. Darauf hatte ich so ein bisschen gehofft. Der mittlere Panzer ist halt finster, der steht ja noch im Wald. Prozent, nee, das ist. Ich hab abgebrochen. So. Die Aufklärung versuchen wegzukriegen, wäre halt auch eine geile Sache. Aber hier drüben ist halt Katastrophe. Vielleicht musst du auch einfach hier rum die Punkte hier halten. Die drei erobern quasi und der erobert meins. Ich weiß es nicht. Ah, ich fühle mich gerade so schlecht. Ich kann nichts machen so richtig. Es ist alles auch so teuer hier. So ein Luftangriff ist einfach zu teuer. Und ich wüsste doch nicht, auf wen ich die schicken soll. Auf den da, der heilt sich dann einfach wieder. Und wenn meiner nicht trifft, ist natürlich auch schon wieder Müll. Der heilt sich halt in einer Runde, den Instant. Ich bräuchte halt gerne noch einen Flughafen. Aber leider ist mein Panzer hier irgendwo im Wald verschollen. Wo auch noch ein weiterer mittlerer feindlicher Panzer steht. Natürlich, natürlich. Das krieg ich nicht erobert und du hast hier keinerlei Treffer mehr. Das heißt, ich krieg den auch gar nicht gerettet, wenn ich nicht dieses Feld hier freikriegen würde. Und da ist 0% Chance drin. Was mit denen hier erobern? Ah, die haben sich schon so gut verschanzt. Ich krieg die halt nicht raus. Das ist das, was mich abfuckt. Krieg ich den auf ein Level ab? Och komm, ey, jetzt. Jetzt! Komm, du bist einfach nur scheiße, Junge. Hätte ich einfach nur mal treffen müssen, dann hätte doch schon ein bisschen XP gebracht. Ach komm, ich lade ich das jetzt nochmal neu. Das ist ja richtiger Scheiß. Ich halte die Stellung sonst nicht. Aha. Ich weiß auch nicht, was das sollte gerade. Dieses zweimal vorbeibannern, ey. Das ist. Was ist das? Da steht doch. War da nicht 80%?
Und kann ich das nicht lesen? Was steht hier dran? 75%, wie kann man denn da zweimal vorbeischießen? Komm, du schießt die da oben jetzt. Du musst doch bloß die Kacke hier tot kriegen. Mach ich denn da? Tot kriegen wäre natürlich optimal, meine ich. Der ja auch noch, stimmt. Der 2 Reichweite. Und wieder zurück. Jetzt muss ich alle nochmal bewegen, wa? Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich muss den schon fast nach links bewegen, wegen dem mittleren Panzer. Der Mörser hat keine Mumpeln mehr. Flak schießt auch einfach mal da oben irgendwo hin. So, jetzt haben wir den mittleren wenigstens weg. Weißt du, hast du das nicht entfernt? Jetzt. 41% bloß. Einen 100%, wenn der Aufklärer mitkommt. Dann sind wir hier an dem scheiß Ding dran, an dem Mörser. Und wir erobern den Punkt. Das ist vielleicht die bessere Option. Der hat sogar noch ein Level up. Der Panzer ist ein bisschen gefährdet jetzt. Null Prozent? Warum? Der da ist nur ein Mörser und der hier ist ein Hampelkopf, der schon getroffen ist. Ach, leck mich doch. Ich verstehe. Ach so, wer das hier über den Fluss geht oder was? Ach komm, dann schießt den da ab. Auch nicht geschafft. Irgendwie macht er mich immer traurig, wenn ich euch sehe. Ihr schafft irgendwie nichts. Boah, wenn ich jetzt hier weggehe mit der Truppe, dann kommen die Ponys doch hier rüber geheizt, oder? Wobei können die gar nicht, die sind an meinem Panzer gebunden. Komm, dann gibst du jetzt da den Rest. So. Jetzt hätte ich Rind fahren sollen mit dem. Ah, oh, der andere hätte ja dann nicht mehr schießen können. So, das hier zu retten ist jetzt nahezu unmöglich. So, ja, ich schaff's. Upsi. Panzer ausweichen ist vielleicht auch eine ganz nette Option. Ich habe halt Angst, dass sie hier reinstürmen. Ja, haben wir aber das gleiche Problem wie eben. Der hier muss was treffen, damit er was bringt. So, wir könnten höchstens mit einer Artillerie hier doppelt reinschießen. Aber es reicht nicht ganz, wir haben immer noch Moral dann übrig. Und dann kommt der im Notfall nachgerannt. Mit noch einem Panzer hier mit rüberziehen? In der Mitte ist ja natürlich genauso notwendig.
2 bis 6, komm. Ja, der hält sich dann einfach, ja. Das heißt, den wegzuschießen ist gar nicht mal so verkehrt. Kann ich danach noch vorfahren? Nee, kann ich nicht. Aber kannst du den nicht jetzt töten? Guck mal, der ist noch leichter zu treffen als die da oben. Weißt du was? Du hörst einfach in eine Mülltonne. Du bist so unfähig. Jetzt habe ich extra wegen dem scheiß Panzer geladen, weil ich gehofft habe, den irgendwie retten zu können, das Stück Scheiße. Aber kann ich natürlich nicht. Also, jetzt sollte da zumindest kein Sturmangriff gehen. Ich könnte den versuchen, richtig zu treffen, Mensch. Na, das hier drüben gebe ich auf. Das sind sie einfach zu beschissen für. Gut, der mittlere kann natürlich immer noch hier reinballern und ich habe jetzt nichts, wo ich den hier loswerden könnte erstmal. Außer er hier schafft es nächste Runde vernünftig nachzukommen, aber das reicht nicht. Ja, wir sind schon wieder durch, verdammt. Das Laden hat sich ja gar nicht gelohnt, richtig? Also nicht wirklich. Ah, der deckt natürlich alles auf und klaut mein Zeug und kriegt jetzt mehr Truppen und... Ach, Kacke. Ah, der macht das sogar mit dem Flugzeug. Ach, komm, wirklich jetzt? Okay, der hat ja noch neue Truppen sich besorgt, wahrscheinlich. Wobei, ich habe sie nicht kommen hören. Ja, okay, der ist kaputt. Nicht? Noch mehr Truppen? Ach komm, die sind mir ja 5 zu 1 überlegen. Von der Truppenanzahl. Was soll das denn? Das sind nur scheiß Briten. Die haben Panzer aufgepumpt. Luftpanzer. Ja, die Truppen da unten sind auch tot. Doch, die goldene Reserve da drüben hier noch gefühlt. Ich hätte definitiv links eine Panzerabwehr gebraucht. Ich wusste ja nicht, dass die Briten so viel Panzer haben. Kann sie nicht machen. Wieso kriegt man da so viel Schaden? Ist das irgendwas Besonderes? Das ist eine scheiß Sturminfanterie. Was ist das denn? Keine fucking Chance, die wegzuballern da. Prozent, das wird ja immer schlechter. Macht der ist aber auch alleine, oder? Ja. Alle keine Mumpel mehr.
Kannst du nicht einfach mal treffen und leveln? So, jetzt. Die kommt jetzt nicht mit, oder? Ihr solltet hier bleiben. Shit. Nee. Nee, die sollten auch nicht mit nach vorne. Warum habe ich auf einmal beide gekriegt? Ich habe doch nicht auf den geklickt. Mann. Es läuft einfach nicht heute. Guck mal, wenn ihr auf die da schießt. Dann ihr Vorfahrt, dann kann ich dem doch jetzt Nachschub schicken. Und du kannst auch dir mal Nachschub holen. Da ohne Munition sind die alle völlig unfähig. Gut. Ne, 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 ne. Ich kann gar nicht sterben, ich muss sie abschießen. So, jetzt kann ich meine nicht mehr heilen, weil unfähig. Mensch, einfach mal treffen die verdammten Gegner, ey. Na, ihr hier seid tot. Ich schicke die noch dazu, aber dann werdet ihr zusammen überrannt. Das ist genauso kacke. Ist denn so schwer, mit zwei Panzern einen feindlichen Panzer kaputt zu kriegen? Mann, ey. Ist doch nicht euer fucking Ernst. Besser? Ich hoffe doch. Was soll ich dazu noch sagen? Treffen ist nicht ihrs. Sie trifft ja keiner was. Hm.
treffen wäre echt mal so eine Option, ey. Ich muss die Panzerabwehr hier irgendwie auf die andere Seite bringen. Ich bin tausendmal geladen in der Mission, schrecklich. Und es fühlt sich immer noch total schlecht an. Mache ich denn hier so grob falsch, dass ich dir einfach nicht voran... Also ich, klar, rechts komme ich voran, aber links kommt der halt mit allem, was geht. Das hier, das ist die totale Katastrophenseite. Meine, allein die Truppenverbände, die der hier hat, ist mehr, als ich auf der ganzen Karte Flieg besitze. Jetzt hat ein mittlerer Panzer gegen den mittleren Panzer eine Aufklärung und ein Pony. 8 Treffer verloren mit einem Angriff. Der konnte nicht beschädigt werden und in den nächsten Wald fliehen. Ja, komm, mach Rinder und dann ist vorbei mit dem da. Der vergibt sich, der kriegt nochmal ein bisschen Money. Die Verstärkung von Spieler 0 trifft in wie viel Runden ein? Was stand da oben gerade? Schon noch ein scheiß Sturmmann hier. Oh, der hat sogar Stand gehalten. Auch wie schon fast ein bisschen witzig. Die halbe Karte verliere ich. In 10 Runden soll ich hier irgendwas noch halten. Ich meine, das hier kriege ich nicht mehr. Das ist scheiße. Wir sind schon fast die beiden. Die drei. Nee, geht ohne. Ich habe keine Ahnung. Ach, das ist einfach nur Kacke gerade. Sollte ich mir auch mal ein bisschen aufpumpen, damit du was machen kannst. Und die Flak fährt einfach nach vorne. Und du schießt den da weg. Na, am besten du schießt gar nicht mehr. Bist ein schicke Barbie vorbei. Kannst du dich mit Ken treffen oder so, ich weiß es nicht. Also. Ist das euer Ernst? Der Untreffbare oder was? War das gerade der Untreffbare? Hat schon mal jemand in der Runde was gesehen, was man abschießen kann? Ach ja, hat schon mal jemand von euch getroffen? Nein. Nach oben können wir ja nicht. Da kommt ja gleich deren Panzerabwehr. Scheiß. Oder? Erstmal kommt ein Panzer. Der zum Glück nicht getroffen hat. Ich kann nicht mehr zurück mit euch. Ach komm, ey. Ach, eigentlich ist schon wieder Ladezeit dran. Der wird doch jetzt weggeballert von 20 Einheiten hier. Nee, das ich hab schon nix. Ich hab einfach nichts. Ich find's ein bisschen verarsche, dass ich hier die ganze Karte machen soll mit 20 Einheiten. Dann hast du noch 5 gemacht. Dafür hast du getroffen. %65. Ja, ich glaube, manchmal muss man das Spiel laden. Weil die Einheiten sind kacke. Einfach kacke. Ach, ich habe Verstärkung gekriegt. Das meinten die damit. Ein Hansel. Der Rest ist ja erobert. Darum kriege ich hier wahrscheinlich auch nichts mehr. Ich sollte hier mal vielleicht wieder reinfahren, wa? Ja. Ach, kacke, das war ja ein mittlerer Panzer. Ich dachte, das waren nur kleine Truppen, aber da war ja auch ein mittlerer Panzer bei. Und dann müssen wir wieder weg hier. Triff einfach nicht. Ich hab gehört, das soll gut sein, Feinde nicht zu treffen.
Jetzt, ach so, jetzt hat er da noch Luftabwehr. Was soll ich sagen? 50% des Spiels besteht momentan aus Lad mal, weil du nichts triffst. Endlich Munition für dich, wa? Oh, hast du ja schon zweimal vorbeigeschossen? Ah, nee, hast du diese Runde nicht, das war in der anderen Runde. Dann heiz mal nach vorne. Was machen wir mit der Infanterie hier? Schicken wir hier wieder rüber. Müssen die sich drum kümmern oder was? Ja, hier hinten brauche ich sie jetzt nicht auf der Seite. Da stehen meine eigentlich ganz gut da. Was ich brauche, ist jemanden, der die da oben los wird. Das muss er hier jetzt mal schnell machen. Und dann in den Wald rüberfährt. Na komm, du fährst auch in den Wald. Schieß den da mal schnell weg. Hast du es? Jetzt noch ein Level up. Perfekt. Wenn ich auf den drauf schieße, dann verpisst er sich halt bloß. Ich hätte die schon gerne einfach vernichtet. Ein Sturmangriff, aber wenn ich das jetzt mache, dann haut er auch bloß ab. Wir schießen auf den da hinten. Schießen den nochmal an. Jetzt vorfahren und dann reinbrettern. Ach, Kacke. Fuck. Kann ich die nicht mal mehr erwischen, ne? Dann heilen die Affenköpfe sich gleich. Oder ich muss die Aufklärung ja so ein bisschen opfern. Ja, das ist ja schon opfern. Naja, gut. Der Panzer wird jetzt auch wieder von denen hier. Die laufen jetzt hier rüber und die schießen vielleicht nochmal kurz Feuer drauf. Und dann wird hier gestorben und der ist weg. Meiner hätte auch drei Einheiten schon abschießen können, aber er trifft sie einfach immer nicht mit ihrem letzten Schuss. Ich hab einfach nochmal was vor. Stimmt ja, der hat ja 5000 Einheiten. So, jetzt stürmt ihr. Der geht instant kaputt. Stimmt? Puh. Natürlich. Alle noch ein Level up. 2 Meter Panzer ist mehr als mein Anfangs-Entenjäger, mehr als mein Anfangs-Geld gewesen, mein Anfangs-Prestige. Ist doch witzig, dass ich die Deutschen spiele, die für ihre billigen Panzer und ihre Panzerkapazität bekannt sind. Und die Briten hier aber mittlerweile mit 4 mittleren Panzern auffahren. So, können wir die da oben irgendwie erwischen? Dass sich das wenigstens gelohnt hat. Na, jetzt ein Trost. Ach komm, fahr mal mit dem. Wobei, puff, puff. Ne, ist alles scheiße. Ich wollte eigentlich den mit noch den kleinen Panzer schützen, aber kann ich ja nicht.
Triffst du? Haben wir die getroffen? Wie viel fucking Briten hier rumlummern, ey. Schuss von allem Kram ab. Ich hätte halt noch eine Mörser gebraucht. Damit die so eine Sachen hier. Oder die Aufklärung hätte noch leben müssen, irgendwie. Mach ich denn jetzt? Auf den da rumballern, damit wir jetzt in irgendwas stirbt, bevor der sich heilt? Den natürlich eigentlich auch noch. Aber ich kann ja hier nicht drei Panzer kaputt schießen, oder? Den hier rinlaufen lassen. Auf die scheiß Aufklärungsschüsse. Kannst du jetzt keinen Sturmangriff auf die da machen? Verstehe ich manchmal nicht. Warum nicht? Weil du jetzt hier reingefahren bist oder was? Ich hab gerade mit auch einen Panzer zerstört und kein Level up. Hier fällt mich doch verarschen. Das ist ja auch keine Mumpel mehr, insofern. Meine Schwäche. Warum machen die 2 bis 2 und meine nicht? Jetzt wird es eingekesselt, aber die stürmen jetzt einfach hier raus und dann ist. Ist auch wieder kacke, aber zumindest können sie hier nicht an meine anderen Zeug hier rüberfahren. Der hier ein bisschen mehr sich bewegen könnte. Habe ich noch mehr Einheiten, die überhaupt was machen können? Nee, unwichtig. Unwichtig. Ist nur der mittlere. Ne, dann überrennen die den einfach wieder, oder? Ich weiß es irgendwie nicht. Ich fahr lieber darin. Bevor so ein Quatsch wieder passiert. Ich höre schon, wie die Feinde alles heilen und Verstärkung kriegen und. Ich habe zu wenig erobert und zu viel verloren und dadurch haben die so viele Punkte.
Der Mörser, der schon wieder keine Muni hatte. Ach, ich weiß nicht genau, was ich hier drüben anstellen soll, wenn ich ehrlich bin. Gegen feindliche Panzer kämpfen können. So. Na, die scheiß Panzerwehr kommen wir ja nicht ran. Mörser haben wir schon. Der Aufklärer, ja. Ah ne, ist ein leichter Panzer. Der Aufklärer, den haben sie ja schon zerschossen. Den habe ich ja benutzt, um den Panzer zu retten. Naja, dekorativ. Habt ihr irgendwas getroffen? Prozent. Boah, ich bin so beim Überlegen, ob ich die schieße. Komm, wir schießen mit dem Knapp auf den. Jetzt macht der mittlere Panzer das Stürmen oder schießt der erstmal nochmal immer? Komm, der schießt noch einmal. Dann gibt's Trophäenjäger. Jetzt stürmst du die Scheiße. Holst du eine Verstärkung? Sind nicht gefangen? Ach so, wegen dem Feld. Die rausbomben? Das reicht auch nicht. Macht nicht genug Schaden alles. Aufklärung rausbomben oder den Panzer wegbomben? Komm, scheiß drauf auf den Panzer. Ich hätte gern wissen, ob meiner das schafft, aber anscheinend nicht. Shit. Hätte ich doch mit dem gleich hier drauf geschossen. Prozent, weil die im Wald stehen, wa? Das war schon wieder nix. Die kommen hier raus und können auch rumballern, ja. Dann fahren wir wieder zurück. Den hoffentlich kriegen sie hier nicht erobert so leicht. Weil der schon ein bisschen Panzerabwehrtraining hat. Ich weiß es nicht, ob das hilft. Die Truppen kriege ich wohl nicht mehr. Runde 8 von 10. Aber wir halten 3 von 5, weil die da noch nicht reingefahren sind. Wir haben so viele Truppen verloren. Das ist so traurig. Runde 9. Geh doch weg. Die unten in Ruhe. Na gut, die sind verschanzt. Vielleicht haben sie Glück. Naja, aber gut, die ziehen sich halt nur zurück. Aber sind sie unten gefangen. Kacke. Wieso könnte der nochmal schießen? Der hat beim Sturmangriff bestimmt nicht mitgemacht. Lass mal meinen Panzer in Ruhe. Komm, wir wollen hier nicht allzu viel verbraten. Jetzt kannst du dich heilen, ja? So. Kannst du wohl schon mal ein bisschen schießen, da ist noch, der hat trotzdem noch zu viel Munition. Jetzt überlegen wir uns noch weiter, wie wir das gleich angehen. Ist gerade ein bisschen kacke, dass ich die Gegner hier nicht sehe.
dafür brauche ich nicht, wozu ich die Panzerabwehr habe, wenn die nie etwas trifft. Nie meine ich mittlerweile wirklich nie. Scheiß Aufklärung soll weg. Die wird doch mal irgendwie in der kaputt kriegen. Kann doch nicht sein, dass der mittlere Panzer alles machen muss. Meine Güte. Das mache ich nicht, scheiße. Die jetzt einfach den hier machen. Und den habe ich auch Schrotte. So, wie sieht es jetzt hier nochmal aus? Mit dem hier rumballern. Jetzt hat er die ganze Zeit, um den da zu schützen. Die sind gerade nicht so eine große Gefahr. Die könnten hier trotzdem noch irgendwo rumstürmen oder sich da unten heilen. Tja, du hättest jetzt bloß treffen müssen. Dann hätten wir das hier vernünftig geregelt gekriegt. Ist der Panzer mit 3 jetzt überhaupt noch nicht fertig? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe schon wieder alles benutzt. Letzte Runde. Ach, der kann einfach noch weiter wegfahren. Frechheit. Nein, das war mein Trumpf. Nein. Bis eben hätte ich noch gewonnen. Jetzt stimmt alles drauf, um den kleinen Panzer kaputt zu kriegen. Ach, hier ist blöden Säcke. Der haut doch nicht ab. Mach doch mal einen Rückzug. Der hat überlebt. Ja, okay. Das ist mein letzter Zug. Ich muss entweder das hier erobern. Ja, ich muss das erobern. Der Mörser ist schon mal maximal unbrauchbar. Oder? Wenn ich hier rüber gehe, kann der den denn treffen? Weil... ich weiß es nicht. Müsste eigentlich einer noch da, aber... das reicht nicht, ne. Schade. Den scheiß kleinen Panzer, den mittleren Panzer loswerden, wäre natürlich nicht schlecht, aber die Panzerabwehr ist halt auch so eine Wichse hier drüben. Ich kann halt nicht mit Panzern die Panzerabwehr angreifen. Eine Aufklärung machen? Boah, ich weiß es nicht. Ich komme mit den Truppen hier auch nicht weg. Fuck. Hier kann ich auch nicht hin schießen, weil das die Büsche im Weg ist. Fuck. Gott, das wird ja immer schlimmer.
Du machst jetzt nur noch 43% Chance, das zu erobern. Hoffe ich nicht. Jetzt, wo der Ponyhof weg ist, kannst du noch schlechter schießen als. Einfach damit die nicht noch hier reinrennen können. Wieso kriege ich denn jetzt in der letzten Runde noch eine dämliche Infanterie? Komm. So, wenn ich das erobert kriege. Das ist schon wieder wie so eine Endgame-Mission hier, ey. Wenn ich das erobert kriege, dann würde ich noch gewinnen. Beziehungsweise dann muss ich auch noch den Angriff von denen halten. Aber die sollten, glaube ich, hier nicht hinkommen. Und da auch nicht. Das heißt, das hier oben ist das Nonplusultra. So, was? Ich speichere mal kurz. Hier auf traurig, aber wahr. Mit der 13% Chance, wie im letzten Video. Ja, ich müsste die Aufklärung loswerden. Also entweder ich mache einen Luftschlag drauf, oder ich mache den Flieger hier reinschicken. Ich mache den hier. Ich hätte vielleicht doch eine weiter rüber, damit ich noch sehe, was hier ist, aber mein Gott. So, jetzt können die zumindest nicht direkt zurückballern. Fahre ich jetzt mit denen ran oder schieße ich von hier? Und wir fahren nochmal bis da drüben. So, so zu stürmen. Oh, ist jetzt schon 76%? Und die laufen denn nach rein und verschanzen sich, oder? Stufe 3. Der reinfährt, kann auch nicht mehr schießen. Ist also egal, wer hier. Die können alle nicht mehr schießen. Dann kannst du auch noch mitkommen beim Sturmangriff. 100% Sturm! Zerstört sie! Der Panzer muss auf jeden Fall kaputt gehen. Ja! Nein! Scheiße, jetzt kann ich sie ja gar nicht mehr nachschieben. Den hier, den hat es übel hingerichtet gefühlt. Komm, hinterher. So, wir haben alle benutzt. Überlebt! Überlebt! Gut, die sind benutzt. Was kommt jetzt? Die ganzen Panzer rumgefahren. Sie wollen den Punkt unten erobern. Ah, den da hinten drin abgeschossen. Na gut. Alle auf meine Panzer, natürlich. Und jetzt kommt noch der Sturmangriff auf meinen Panzer. Von dem Feld da links. Damit ich den auch noch verliere. Da oben haben sie einen zerschossen. Ach, von da schießen sie auch jetzt schon. Sind doch vier Felder weit. Wie machen die das? Ach nee, die schießen auf die Infanterie. Hupsi. Brillant. Wie eh und je. Ach Gott, ich habe einfach alles verloren. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dem Scheißrest, den ich jetzt noch habe, die nächsten Missionen schaffen soll. Aber nun gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Upsi, ich habe natürlich was vergessen. Thanks to a swift and confident reaction, we have managed to repel the British attack near Arras and prevent the Allies from joining forces. It was in this battle that Rommel has made the brilliant, unconventional decision to utilize Flak 88 okay, das Video kennen wir leider auch schon. In an anti-tank role. Thanks to this victory, Germany managed to secure the newly conquered territory, reaching all the way to the banks of the La Manche Channel. The momentum of the Wehrmacht offensive could now be redirected north, where encircled Allied forces near Dunkirk found themselves between a rock and a hard place. So, jetzt aber. Ciao, ciao.